Stabhochsprung ist für Maria Malo seit ihrer Kindheit Hobby und Leidenschaft. Was man ihrem Anlauf nicht ansieht, die 24-Jährige hat eine Fußfehlstellung, die sie vor allem beim Absprung an ihre Grenzen bringt. Wenn dieser Punkt instabil ist, beziehungsweise man nicht ganz so sicher ist in dem Fuß durch die Instabilität, traut man sich vielleicht nicht zu springen, man läuft durch oder man hat keinen optimalen Sprung, den man da reinsetzen kann. Also es ist schon enorm wichtig, dass der Fuß stabil ist, dass die Füße nicht knicken und dass man einfach ein sicheres Gefühl hat, mit dem man springen kann. Fußfehlstellungen wie Plattfüße sind eine Volkskrankheit. Das Fußgewölbe sinkt dabei extrem ab. Der Fuß ist flacher als normal. Besonders im Alter steigt das Risiko, umzuknicken. Außerdem sind sie oft Ursache für Schmerzen in Knie, Hüfte oder Rücken. Bisher hat Maria spezielle Übungen gegen Plattfüße gemacht, teils ohne und teils mit Geräten. Der Nachteil? Ihr Fuß wird dabei hauptsächlich als Ganzes bewegt. Seit 2 Wochen trainiert sie ihre Füße mit dieser Erfindung. Begleitet wird sie dabei von Physiotherapeut Matthias Hempel. Versucht das Knie so gut wie es geht unter Kontrolle zu halten und mehr Bewegung aus dem Fuß rauszunehmen. Ziel ist es, durch das Training mehr Aktivität wieder in die Fußmuskulatur und Mobilisation reinzubekommen. Die Erfindung besteht aus 2 separaten Holzbrettchen, die beweglich miteinander verbunden sind. Damit kann Maria Vorfuß und Ferse unabhängig voneinander bewegen. Auf der Unterseite der Erfindung sind Holzstege, die sich für verschiedene Übungen versetzen lassen. Erfinder Gregor Stumpf hat das Gerät mit einem befreundeten Therapeuten entwickelt. Heute macht er sich ein Bild von Marias Fußtraining. Und wie geht's? Wie läuft's? Läuft sehr gut. Ja? Am Anfang ein bisschen schwierig, da reinzukommen in die Übung, aber jetzt nach der Übung, nach einer gewissen Zeit, läuft es richtig gut. Ja, cool. Ja, ich glaube, es braucht einfach ein bisschen einen Moment, bis man das Gefühl für den Fuß bekommt, ne? Die Aktivierung da reinbekommt. Die Erfindung ist so konzipiert, dass zum Beispiel mit 2 Stegen im hinteren Bereich die Ferse einen festen Stand bekommt. Maria kann ihren Fuß jetzt gezielt verdrehen und dehnen. Wir versuchen, möglichst viel Bewegung in den Fuß reinzubringen. Aber immer noch so, dass in dem jeweiligen Endpunkt, also wenn wir jetzt hier nach außen gehen, nicht die Gefahr besteht, dass irgendwas an Strukturen am Fuß verletzt werden können. Es besteht also keine Gefahr, dass der Fuß komplett umknicken kann. Und das sogar, wenn Maria den anderen Fuß vom Boden abhebt. Du bist viel mehr aktiv, du hast viel mehr Kräftigung, ne, du musst viel mehr über den Mittelfuß auch aktiv werden. Und ich denke, es wird auch anstrengend mit der Zeit. Ja, auf jeden Fall koordinativ anstrengend und auch für den Fuß noch mal eine ganz andere Anstrengung. Ja. Und sie muss ja wirklich arbeiten. Ja. Definitiv. Für die nächste Übung soll Maria die Ferse frei bewegen können. Dazu baut sie die Stege, die mit Klettverschluss befestigt sind, um. Für das kleine Gerät haben sich die Erfinder 7 Standardübungen ausgedacht. Die sind leicht zu erlernen. Trotzdem gibt es ein paar Feinheiten zu beachten. Gerade wenn du aus dieser tiefen Position kommst und jetzt aufrichtest, soll sich das aufrichten. Genau. Und der Kontaktpunkt hier muss immer bleiben. Ja? Andernfalls würdest du aus der tiefen Position aufrichten, du würdest das machen. Das heißt, der ganze Fuß kippt weg. Die Erfinder bieten Videotutorials an, damit jeder zu Hause selbstständig üben und seine Fußfehlstellung behandeln kann. Für die Stabhochspringerin hat Gregor noch eine besondere Übung mitgebracht. Mit der kann Maria ihren Fuß speziell für den Absprung kräftigen. Wichtig wäre jetzt, sie hält den Fuß innen auf dem Board und probiert den Oberschenkel nach außen zu rotieren. Und dann hat sie einen stabilen Mittelfuß und dementsprechend eine gute Kraftübertragung in den Körper, um möglichst hoch springen zu können. Wie ist denn von deiner Seite aus so das Gefühl, ist das jetzt für dich was, was du auch in der Zukunft weitermachen würdest? Also ich habe jetzt in der kurzen Zeit schon gemerkt, dass es auf jeden Fall stabiler geworden ist, mein Fuß. Und ich werde es weiter benutzen, kontinuierlich benutzen, dass ich dann stabiler springe und auch höhere Höhen springen kann.
Schließlich ist es Marias Traum, irgendwann bei deutschen Meisterschaften springen zu dürfen.